Patienteninformationsfilm. Knochenaufbau um ein Zahnimplantat. Implantate sind wie natürliche Zahnwurzeln im Kiefer verankert und sollten von Knochenwänden umschlossen sein. Aus verschiedenen Gründen kann die Knochenwand beschädigt sein, sodass das Implantat nicht ringsum von Knochen umgeben ist. Für ein schönes Erscheinungsbild und für eine langfristig gute Verankerung im Kieferknochen sollte das Implantat an allen Seiten von Knochen umgeben sein. Mit einem bewährten Knochenersatzmaterial, beispielsweise Geistlich Bioos, kann die beschädigte Knochenwand wiederhergestellt werden. Die beschädigte Stelle wird mit Geistlich Bioos aufgefüllt. Die natürliche Struktur von Geistlich Bioos dient als Leitschiene für die Bildung von neuem Knochen. Damit die Knochenneubildung möglichst ungestört verläuft und zudem die Wundheilung gefördert wird, sollte die beschädigte Stelle mit einer bewährten Schutzmembran, beispielsweise Geistlich BioGuide, abgedeckt werden. Die Geistlich BioGuide-Membran wird nach einigen Wochen natürlich vom Körper abgebaut. Geistlich Bioos wird nach 4 bis 6 Monaten mit neuem Knochen durchbaut. Danach wird es in den natürlichen Umbauprozess des körpereigenen Knochens einbezogen. Durch die Wiederherstellung der Knochenwand ist das Implantat nun ringsum von Knochen umschlossen. Auf diese Weise kann ein schönes Erscheinungsbild und eine langfristig gute Verankerung des Implantats im Kieferknochen sichergestellt werden. So erfüllt das Implantat zusammen mit der Zahnkrone seine Funktion als künstlicher Zahn mit natürlich schöner Erscheinung.